Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Sitzung ist wieder eröffnet. Ich gebe das Ergebnis der geheimen Abstimmung zur Wahl des Ministerpräsidenten des Landes Mecklenburg-Vorpommern bekannt. Es wurden 71 Stimmen abgegeben. Es stimmten für den Abgeordneten Erwin Sellering 41 Abgeordnete. Es stimmten 29 Abgeordnete mit Nein und ein Abgeordneter oder eine Abgeordnete enthielt sich. Damit konnte der Abgeordnete Erwin Sellering nach Artikel 42 der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern die erforderliche Mehrheit der Stimmen der Mitglieder des Landtages auf sich vereinigen. Damit ist Herr Erwin Sellering zum Ministerpräsidenten des Landes Mecklenburg-Vorpommern gewählt. Ich frage Sie, Herr Sellering, nehmen Sie die Wahl an? Herr Ministerpräsident, gestatten Sie mir, dass ich Ihnen im Namen des Landtages Mecklenburg-Vorpommern ganz herzlich zu Ihrer Wahl, zu Ihrer Wiederwahl gratulieren darf und Ihnen natürlich für die Arbeit viel Erfolg und alles Gute wünschen darf. Nach der Eidesleistung. Ich rufe jetzt auf den Tagesordnungspunkt 2, Eidesleistung des Ministerpräsidenten gemäß Artikel 44 der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Herr Ministerpräsident, ich darf Sie bitten, zur Eidesleistung zu mir nach vorn zu kommen und die Abgeordneten darf ich bitten, sich von den Plätzen zu erheben. Herr Ministerpräsident, ich spreche Ihnen die Eidesformel vor und bitte Sie, mir nachzusprechen. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Volke und dem Lande widmen, dass ich meine Kraft dem Volke und dem Lande widmen, das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und die Verfassung von Mecklenburg-Vorpommern sowie die Gesetze wahren und verteidigen meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegenüber jedermann üben werde so wahr mir Gott helfen. Herr Ministerpräsident, nochmals meinen herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Wiederwahl, alles Gute im Amt und ganz viel Kraft zum Wohle des Landes Mecklenburg-Vorpommern und seiner Bürgerinnen und Bürger. Ja, jetzt hätte ich im alten Plenarsaal gesagt, nehmen Sie bitte den vorgesehenen Platz ein, das geht hier leider nicht. Wir müssen also mit dem Provisorium leben, aber es gibt wenigstens noch einen schönen Blumenstrauß. Ja.